Mal kurz was zu den Spaces und Mission Control bei Lion. Meiner Meinung nach ist das fast so wie vorher. Sieht vielleicht ein bisschen aus mit Mission Control, aber Tastenkombination ist zum Beispiel die gleiche für Spaces. Und von der Handhabung hat man sich auf jeden Fall schnell daran gewöhnt, finde ich. Ich habe hier oben zum Beispiel rechts meine aktive Ecke, wo ich an die verschiedenen Schreibtische komme. Und kann jetzt zum Beispiel hier Wunderlist auf Schreibtisch 2 ziehen und über Control und die Pfeiltasten kann ich über die verschiedenen Schreibtische, also ehemals Spaces, wechseln. Das Einzige, was es nicht mehr gibt, ist rauf und runter. Früher konnte man die Spaces ja anordnen, nebeneinander, übereinander und so weiter. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel TextMate öffne, und will, dass das immer in oder immer auf Schreibtisch 2 aufgeht, kann ich das hier unten einstellen über Optionen, immer dieser Schreibtisch zuweisen zu dieser Schreibtisch. Also, wenn ich den jetzt zum Beispiel, ich habe es selber noch nicht probiert, aber testen wir das einfach mal. Ich schiebe den mal auf 3. Schließe und öffne es nochmal. Quatsch, Wunderlist. Nein, TextMate, so. Dann ist der wieder auf Schreibtisch 2 geöffnet. So, das finde ich eigentlich okay. Unter Systemeinstellungen, Mission Control, kann man sich die, ja, wie immer, die aktiven Ecken belegen und die Funktionstasten. Also ich finde, da hat sich nicht so viel geändert. Hoffe, das hilft. Tschüss.